Hallo, Mädchen und Jungs. Ich freue mich so, dass ihr da seid. Ich freue mich auch. Keiner kommt bei mir zu kurz. Nicht meine Freunde hier im Fernsehstudio. Und auch nicht meine vielen kleinen Freunde zu Hause. Hallo, liebe Freunde. Hallo, wie geht's, lieber Georgie? Und nun gibt's wieder ein ganz dickes Knuddeln von Georgie. Ist das nicht spitze? Und nun sag mal, Kinder, wisst ihr denn auch, was heute für ein Tag ist? Oh, wir haben heute den Spitzentag. Stimmt, genau. Und ich habe ein Spitzenlied, das ich euch jetzt mal vorsingen möchte. Na, mach schon, fang an. Ich drück euch, ihr mich auch, das ist hier bei uns so drauf. Denn wir sind alle Freunde, heute ist ein Spitzentag. Ihr seid Spitze, ja, das find ich stark. Spitze, 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 Ich habe einen viel besseren Vorschlag. Papa knutscht dich ab. Und wenn ich den geheimen Zaubertrick wüsste, mit dem ich dich von Georgie abknutschen lassen könnte, dann würde ich sofort anfangen zu zaubern. Tja, aber oberblöderweise bin ich im Zauber eine absolute Null. Nein, das lässt sich machen. Sieh mal, was in der Zeitung steht. Georgie tritt heute persönlich vor der Dino City Kaufhöhle auf. Was? Ist das wahr? Gib her, das muss ich selber will nehmen. Will zu meinem Georgie, will zu meinem Georgie, will zu meinem Georgie. Da wimmelst von Millionen kreischender Kinder. Das willst du mir doch wohl nicht antun. Liebst du mich denn nicht mehr? Ihr solltet jetzt lieber losgehen. Au ja! Warum denn gleich diese Hast? Bis zur Kaufhöhle braucht man 10 Minuten zu Fuß. Du weißt, alle Kinder lieben Georgie. Da ist vielleicht eine lange Schlange. Du hast es ihm versprochen, Earl. Na, hast gewonnen. Mach ihn ausgefertigt, dann ziehen wir los. Ja! Was zum Donner ist denn hier los? Wir wollen uns alle von Georgie knutschen lassen. Vordrängen gibt's nicht. Das können wir vergessen. Von Georgie knutschen lassen. Oi, oi. Wer noch? Der Kreissäge klingt dagegen ja wie ein Schlummerlied. Genau. Jetzt geht's mir auch langsam auf die Schuppen. Ich kann mir diesen ganzen Rummel um Georgie nicht. Nein. Wieso ist das Kind so wild auf diesen wandelnden Plüschbeutel? Das ist ja noch nicht mal ein echtes Flusstier. Wirklich nicht? Nein, das ist bloß ein verkleideter Dino. Und sein Kostüm ist noch nicht mal gut. Der Lappen sieht genauso mies aus wie der schlappe Kunstfaserteppich in deiner Bude. Halt, mein Teppich ist aus extra plüschiger Flauschplüschfaser. Vergiss es, dieser oberdämliche Georgie macht mich krank. Schon die dümmliche Art, wie der rumlabert. Ist das alle spitze? Oh, Papa, ist Georgie vor unserem Haus? Wo denn? Hab den Typ nicht gesehen. Hab ihn aber gehört. Was? Halt, warte, ich hab ne Idee. Ich drück euch in mich auf. Georgie, komm mich besuchen, muss mich lieb haben, mich abknutschen. Nein, nein, ihr hält mich für Georgie. Schreibt mal dir, was das für mich heißt? Klar, du kannst die nachmachen und damit eine Stange Geld verdienen. Ist doch nicht wahr? Nein, das heißt, wenn das Baby wirklich so wild darauf ist, dass Georgie herkommt, kann ich ihn spielen. Oh, genau. Klar, du hast recht. Wir brauchen nur ein bisschen von dem Plüschzeug und ausfummeln mit dem Kostüm zusammen. Hey, ist aber raffiniert. Mann, wenn wir doch bloß genauso einen Teppich finden würden, wie in meiner Bude liegt, dann hätten wir damit kein Problem. Was ist denn? Wo ist mein Georgie? Wo ist mein Georgie? Wo ist mein Georgie?
Nicht weinen, mein kleiner Freund. Du pass mal auf, wenn du dir's wahnwitzig mächtig doll wünschst. Vielleicht wird Georgie dann wirklich zu dir kommen. Willst mich wohl veräppeln? Ich will dich nicht veräppeln. Du musst es nur versuchen. Und ich glaube, dann wird's eine gewaltige Überraschung geben. Ich wünsch mir wahnwitzig doll, dass Georgie mich besucht. Ich wünsch mir... Wünsch mir Georgie. Mein Georgie! Aua, ich hab mir den Arm verklemmt schon. Na, wie geht's, mein kleiner Freund? Ich bin ein Georgie und da sind meine anderen beiden Freunde. Tada! Hallo, du bist wirklich spitze. Wir haben dich lieb. Spitze! Ja. Dann könnte ich anfangen. Du kannst ganz schön was kosten, Georgie. Hör mal, Georgie, hab dich ganz toll lieb. Hab alle Videos von dir. Die gucke ich mir immer wieder an. Immer wieder. Ist ja schön für dich. Aber Georgie wäre froh, wenn du dir zur Abwechslung mal ein Fußballspiel angucken würdest. Oder eine Fernsehserie. Oh ja! Komm mal her, mach schon. Will jetzt sofort von dir geknutscht werden. Aber klar doch, du bist nämlich ein Spitzbaby. Hoffentlich fällt mir dabei nicht der Kopf runter. Na, zufrieden? Nochmal. So, Kleiner, ich hoffe, das war ein Spitzentag für dich. Für Georgie war es nämlich auch ein Spitzentag. Ja. Wir wollen jetzt gleich. 1, 2, 3, 4. Ich drück euch, ihr mich auch. Das ist hier bei uns so braucht. Denn wir sind alle Freunde. Heute ist ein Spitzentag. Ihr seid spitze, ja, das find ich stark. Spitze. Sie sind festgenommen. Ist doch nicht wahr, weswegen? Verbotenes Nachelfen. Sie laufen als gefälschtes Flusspferd herum. Oh, ich muss hier Besuch für Sie, Sinclair. Bitte? Oh, Mann, endlich! Hallo, Schatz, na, wie geht es dir denn? Sorry, das mies. Ihr müsst mich unbedingt hier wieder rausholen. Die Tage sind lang und die Nächte noch viel länger. Das Essen ist oberfürchterlich und stell dir mal vor, es gibt hier nicht mal Fernsehen. Ich bin schon total vereinsamt, Fren. Hier gehe ich noch rein. Ist doch erst seit 20 Minuten hier. Na, und habt ihr genug Filme gesehen? Ich weiß, wie das hier weiterläuft. Es wird bestimmt alles wieder gut. Darfst es nicht so schwer nehmen. Ich habe vorhin schon beim Fernsehen angerufen und mit diesem Georgie darüber gesprochen. Er war wirklich sehr nett. Er hat mir versprochen, dass er herkommt und die Sache ins Reine bringt. Besuch für Sie und der Spitze! Wunderschönen guten Tag, Fan. Hallo, Earl, alter Junge. Hallo. Lieb von Ihnen, dass Sie so schnell hergekommen sind. Schon gut, meine Liebe. War mir eine Freude. Ich will die Sache so schnell wie möglich aus der Welt schaffen. Earl, tut mir wirklich spitzenmäßig leid, dass Sie meinetwegen solchen riesen Ärger haben. Aber ich bin auch spitzenmäßig pingelig, wenn einer von meinem süßen Georgie-Kuchen mitnaschen will, der nur selber essen macht. Ja. Hat er wirklich nie gedacht, dass so ein Wirbel um mich gemacht wird. Ich wollte nie was anderes als die lieben Kinder zum Lachen bringen. Ja, und das haben Sie geschafft. Alle Kinder lieben Georgie. Fren, hätten Sie was dagegen, wenn ich kurz allein mit Earl spreche? Nein, überhaupt nicht. Wir sehen uns dann zu Hause, Earl. Hoffe ich wenigstens. Bis dann. Fren, keine Sorge, das wird bestimmt nicht ewig dauern. Aber ziemlich lange! Was machen Sie da? Die Firma Georgie Kinderunterhaltung und Kinderwerbung sieht's gar nicht gern, wenn man ihr geistiges Eigentum klaut. Ich werde Sie als abschreckendes Beispiel hinstellen, Sinclair. Was? Niemand und keiner setzt auch nur einen Zeh in mein Revier. Das mit Ihrem Revier wusste ich nicht. Ich wollte nur eine kleine Show für meinen Sohn abziehen. Ich habe gedacht, Sie wollen nur, dass die Kinder lachen. Ah, natürlich geht's mir auch um lachende Kinder. Das zählt aber nicht. Das Einzige, was zählt, ist Geld. Georgie-Puppen, Videos, Händen, Spiele, Lutscher. Unsere Verkaufszahlen waren noch nie so gut wie heute. Doch das ist nur der Anfang, die erste Stufe. Die erste Stufe? Was haben Stufen mit Kindern zu tun? Sie haben doch bestimmt so einen oberüblen Plan im Ärmel. Habe ich nicht recht? Klingt ja eklig. Das ist aber nicht Ihr normales Lachen. Demnächst werden wir Stufe 2 anleiern. Das Georgie-Kabelfernsehen. 24 Stunden am Tag rund um die Uhr gibt's nur Georgie zu sehen. Und Werbung. Ha! Dann sind alle wild auf unsere Georgie-Produkte und kaufen, kaufen und kaufen. Ja, aber ich werde meinen Kindern verbieten, sich diesen Georgie-Quark anzugucken. Ich werde das schon schaffen, bin ja schließlich Ihr Vater. Ach, das spielt dann auch keine Rolle mehr. Wenn wir erstmal bei Stufe 3 sind, können wir auf Fernsehgeräte ganz und gar verzichten. Dann senden wir auf einer Spezialwelle direkt in die Köpfe der Kinder über winzig kleine Apparate, die wir klammheimlich in alle Wände der Kinderzimmer einbauen. Wissen Sie was? Ich kriege langsam das dumpfe Gefühl, Sie meinen es gar nicht so gut mit den Kindern. Was Sie für ein Gefühl kriegen, ist doch unwichtig. Denn Sie werden noch eine ganze Weile hinter Gittern wohnen. Was? Was denken Sie denn, wieso Sie hier festsitzen, damit Sie aus dem Weg sind? Also dann, vergessen Sie nicht, alter Junge, Sie sind spitze. Oh Mann, das halte ich nicht aus. Hey, Wache!
Also jemand bricht hier bei mir ein. Ist doch nicht wahr, nicht mal hier ist man mir sicher. Halt, aufhören, das ist doch hier keine Baustelle. Wache, wache, Ruhe, halten Sie die Mund, Sie Trottel, wir wollen Sie hier rausholen. Sie wollen mich hier rausholen? Ja. Und wie habt ihr die dicke Mauer kaputt gekriegt? Oh, mit diesem Baguette, das ist so acht wie eine Brechstange. Beeilung, Jean-Claude, wir haben keine Zeit. Wo kommen Sie beide denn her? Na, von der Dinosiative genervt der Eltern. Wir haben einen üblen Gegner, der unsere armen Kinder mit seinen irrenrissigen Sprüchen volllabert und der vor süßlicher Verlogenheit so trifft, dass er damit die armen Eltern von ganz Pangea in den Wahnsinn treibt. Damit meinen Sie Georgie, stimmt's oder stimmt's? Wir müssen ihn aufhalten. Aber der ist doch beim Fernsehen und gegen das Fernsehen kommt keiner an. Stimmt, er ist mächtig und wir sind nur einfache genervte Eltern. Doch wir wissen, was wir zu tun haben. Unsere Aufgabe ist sonnenklar. Wir werden die Welt vor diesem aufgeblasenen Fluss der Georgie retten. Und diesem Ziel widmen wir alle unser Leben. Das Hirn, die Faust und alles, was wir haben. Wir wollen eine Welt ohne Georgie. Aber ich habe Angst. Mir zittern die Knie. Schnell, nimm mich in die Arme. Ich brauche Trost. Tut mir leid, dazu haben wir keine Zeit mehr. Wir müssen nur noch an eins denken, an unser Ziel. Los, kommen Sie, beeilen. Kommen Sie, Monsieur Sinclair. Was? Oh. Wir haben alles dafür aufgegeben. Werden Sie uns helfen, Georgie zu verjagen? Na ja, wissen Sie, ich weiß nicht, ob ich den französischen Akzent so hinkriege. Oh, was, darauf kommt es doch nicht an. Nein. Sie machen nichts weiter als Mut, einen klaren Kopf und Sinn für Gerechtigkeit. Hältst du nicht mal meine an? Georgie zum Händchen halten, haben wir später noch genügend Zeit. Ja. Wenn wir die Welt erstmal von Georgie befreit haben, also Monsieur, Sie müssen uns helfen. Wir haben erfahren, dass Sie Georgie perfekt nachmachen können, mit voller Maske und Kostüm. Jetzt haben wir endlich wieder die Hoffnung, Georgie für immer von seinem Thron zu kippen. Oui. Sie meinen, ich soll ihn nochmal nachmachen? Oui. Sie müssen sich als Georgie verkleiden und sich dann heimlich in seine Firma einschleichen. Das hört sich aber irgendwie gefährlich an. Monsieur, Millionen von genervten Eltern sind total am Ende. Sie klammern sich verzweifelt hilfesuchend an Sie, Monsieur, so wie ich das jetzt mache. Für die Millionen Eltern? Steh doch endlich auf, du musst nicht zu übertreiben. Na gut. Also wo haben Sie Ihre Georgie-Kostüme? Zu Hause? Sie machen, dass Sie nach Hause kommen. Dort holen wir Sie ab mit dem Kostüm. Dann geht's sofort ins Fernsehstudio von Georgie. Abfahrt morgen früh, 6 Uhr. 6 Uhr? 6 Uhr. Los, wir erklären Ihnen den Plan unterwegs. Los, bitte. Gut, gehen wir. Ja. Oh, Sie haben Ihr Knüppelbrot vergessen. Mag nichts, los, beeilen. Komm schon. Oh, Vorsicht. Du bist es nur, Roy. Wer soll denn sonst um 3 Uhr morgens bei dir reinschneien? Du hast angerufen und gesagt, ich soll rüberkommen. Tut mir leid, dass ich dich aus den Federn gejagt habe. Ich wollte ja bloß noch etwas sagen. Du warst immer ein oberguter Freund. Klar, warst du auch. Bis du mich heute um 3 Uhr früh aus dem Schlaf telefoniert hast. Also, erzähl mal, wo willst du eigentlich hin? Roy, wenn ich dir davon was erzähle, dann kriegst du gewaltigen Zoff. Ich glaube, da will ich lieber nichts davon wissen. Also. Oh, hat's vielleicht irgendwas mit Georgie zu tun, alter Freund? Ja. Sag mal, bist du Hellseher? Da hängt ein Zettel an eurem Kühlschrank. Achtung, ja, nicht vergessen, Georgie-Kostüm für den geheimen Auftrag mitnehmen. So was Blödes! Wenn du etwa einen geheimen Plan ausgetüftelt hast, wie man dieses orangefarbene Plüschmonster am besten absägen kann, will ich mitmachen. Tut mir leid, komm nicht in die Tüte, ist viel zu gefährlich. Mein voller Name ist Roy Heldenmut Hess. Heldenmut war der Mädchenname meiner Mutter. Ich habe ihn übernommen, damit er in der Familie bleibt. Bis heute Nacht war das ja nicht so wichtig, aber weil du... Hör auf, ich will mich jetzt nicht streiten. Ich will dir bloß lebwohl sagen, weil du der Dino bist, der mir am allerwichtigsten auf der Welt ist. Das ist doch wohl fremd. Donner, hast recht. Ich pack mir doch schnell ein bisschen Proviant für unterwegs sein und dann zische ich sofort von dir ab. Das klingt alles so furchtbar gefährlich. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll, wenn dir irgendwas passiert. Lass es nicht so schwer nehmen. Der Kummer von 20815 Dinos ist nicht wichtiger als ein Sack Bohnen, der irgendwo auf der Welt umfällt. Oh, hätte ja fast die Bohnen vergessen. Ein halbes Dutzend Büchsen müsste reichen. Oder vielleicht lieber 6 Büchsen. Kopf hoch. Also, leb wohl, Fremd. Ach, geh nicht weg. Freddy, du musst mich gehen lassen. Wenn ich nicht gehe, wird es mir noch leid tun. Ja, vielleicht noch nicht heute. Und vielleicht auch noch nicht morgen. Und vielleicht auch nicht den Rest der Woche. Aber bestimmt, wenn der Monat zu Ende ist. Hast du mal einen Kalender? Entscheide dich mal, die Mücken kommen rein. Meine tapfere kleine Freddy. Hören Sie, die Georgie-Produkte gehören an den besten Platz in Ihrem Laden. Ins Schaufenster. Ist mir egal, ob es ein Gemüseladen ist. Werfen Sie das ganze überflüssige Grünzeug einfach weg. Stellen Sie stattdessen Georgie Videokassetten und Pop ins Fenster. Und wenn Sie das nicht tun, dann wird Georgie all seinen kleinen Freunden sagen, dass Mami und Papi in Zukunft nicht mehr in diesem Laden kaufen sollen. Verstanden? Ja, dachte mir schon, dass Sie es genauso sehen wie ich. Und nicht vergessen, Sie sind spitze. Aber nicht so spitze, dass Sie keinen riesen Ärger kriegen, wenn Sie nicht spuren. Lalalalalala.
Ich drück euch, ihr mich auch. Ich bin oberreich, weil ich so brauch. Tut mir leid, wenn ich Sie störe, Herr George. Wer sind Sie denn, hä? Oh, ich bin Roy. Hä? Ich bin bloß ein Fan von Ihnen und ich hätte gern Autogramm. Oh, ein Fan! Genau. Ach so, Georgie tut doch alles für seine lieben kleinen Fans. Fan von Ihnen, vielen Dank. Na, für wen soll's denn sein? Oh, Moment, ich muss mir erst Namen ausdenken. Na? Ich hab's. Freddy Fröhlich. So, der schläft. Gut gemacht, Roy. Los, du fesselst ihn. Und ich gehe auf die Bühne und werde sein kleines Fenster erzählen, was für ein Obermiesling er ist. Alles klar. 30 Sekunden geht auf Sendung. Oh, dann los. Hm? Bin schon unterwegs. Hm? Sehr gut. Ja, du marschierst da nicht alleine raus. Nein, die Hoffnungen und Träume von Millionen genervter Eltern gehen mit dir zusammen raus. Aber weil Hoffnungen und Träume nur Schäume sind, die einem bloß im Kopf rumspucken, marschierst du doch nur mit dir allein raus. Trotzdem, ich wünsche dir sauermäßig viel Glück. Wann kommt der? Will Georgie sehen? Ach, Mama, müssen wir uns diesen Schrott wirklich reinziehen? Müsst aber mitgucken, alle Mann! Ich fürchte, ja. Hier ist wieder das Lieblingsbusspferd aller Kinder, Georgie. Ja, bitte, bitte. Hallihallo, Mädchen und Jungs. Georgie hat heute eine Spitzneuigkeit für euch. Wisst ihr, Georgie ist nämlich überhaupt nicht der liebe Georgie, für den ihr ihn haltet. Papa? Also, ihr glaubt wahrscheinlich, dass Georgie ein ganz riesig netter Kerl ist, der immer alle nur knuddeln und knutschen will. Aber das... Wir wollen Kuss! Georgie ist gleich wieder da, Kinder. Ihr könnt euch ja so lange unterhalten. Oh Mann, Roy, ich schaff das einfach nicht. Guck dir doch bloß mal die Kinder an. Sie lieben ihren Georgie. Ich bring's einfach nicht fertig, sie alles so zu enttäuschen. Aber denk mal an die genervten Eltern zu Hause, die müssen sich sonst leider mit dem Oberschwachsinn von Georgie rumquälen. Die rechnen damit, dass du auftrittst und ihren Kindern mal verklickerst, wie ihr geliebter Georgie wirklich ist. Hörst du? Du bist wirklich ein tapferes, munteres Flusspferd. Hallo Kinder! Es geht weiter! Also wir wissen ja alle, dass in der Show eigentlich nie so richtig was los ist. Aber heute will ich euch was Wichtiges sagen. Manchmal kann es passieren, dass eure Helden nicht gerade das sind, was sie sein sollen. Und genauso ist es auch bei Georgie. Liebe Kinder, der da ist ein Schwindler. Er ist gar nicht Georgie, weil ich nämlich Georgie bin. Nein, Kinder, der ist der Schwindler. Ich bin der echte Georgie und ich kann es euch beweisen. Ich schub dich. Du schubst mich und das geht Georgie gegen den Strich. Was machen die da? In dieser Show stoppt das für einen Georgie. Das darf ich doch ihr kleinen Fans nicht antun, oder? Was werden wir jetzt sehen? Schwimmen Sie ab, aber schnell! Hilfe, Kinder, helft mir! So, du albernes, nachgemachtes Flusspferd! Donner! Ich doch nicht mal! Klasse, endlich wird die Blöde schon mal ein bisschen fetziger. Ja. Ach, die Piccadino. Spitze, du hässlich klasse Flusspferd, Earl. Ja, zeig's ihm. Hallo Kinder! Ich weiß, es ist nicht besonders lustig, dass ich Georgie und sein böser Zwilling kappeln, dass ihnen der Plüsch um die Ohren fliegt, vor eurer Nase. Also, wir wissen nicht, wer der Gewinner wird. Wie wär's, wenn wir uns so lange auch ein bisschen amüsieren? Gut, wie wär's, wenn wir zusammen ein hübsches kleines Liedchen singen? Mit dem lieben Onkel Roy, ja! Ich komm bald ganz dick! Raus! Ja, ich bin so mächtig, weil ich kräftig und furchtlos bin. Ja, ich komm dick. Sinclair, hey, seien Sie doch vernünftig. Wollen Sie etwa dem größten Star des Kinderfernsehens an die Schuppen, oder wie, oder was? Das hier ist für alle armen, genervten Eltern. Donner. Schicke down. Nochmal. Sing it out.